In Indien sterben jährlich rund 46.000 Menschen an Schlangenbissen. Doch den Männern der Irula, einem der ärmsten indischen Volksstämme, macht das keine Angst. Sie leben davon, Schlangen zu fangen. Es ist ihre einzige Einnahmequelle. Wir sind nicht sehr gebildet und wir wollen keine andere Arbeit machen. Das ist wichtig für uns, es ist heilig. Wir kennen nichts anderes und wir machen es gut. Die Irula arbeiten in einer Kooperative zusammen. Sie fangen die Schlangen und bringen sie dann zum Melken. Danach werden die Tiere wieder freigelassen. Ihre Arbeit hat die Behandlung von Schlangenbissen in Indien revolutioniert. Das Schlangengift wird Pferden verabreicht, aus denen dann Antikörper entnommen werden, um ein Gegengift herzustellen. Ob man von einer Kobra oder von einer anderen Schlange gebissen wird, man kriegt dieses Gegengift. Es gibt kein spezielles Gegengift für unterschiedliche Schlangenbisse. Eins wird für alle verwendet. In Indien gibt es rund 200 unterschiedliche Schlangenarten. Vier von ihnen gehören zu den giftigsten der Welt. Forscher schätzen, dass alle 12 Minuten ein Mensch in Indien an einem Schlangenbiss stirbt. Die Kooperative der Irula versucht täglich, das zu verhindern.